Hallo zusammen, hier ist wieder euer Teller und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs und wollte ich heute wieder so ein kleines Collection-Update präsentieren. Das letzte Mal hatten wir ja vor 2 Wochen das letzte Collection-Update gehabt. Ich weiß, das kam ein bisschen später, einfach diesem Mage-Tower-Gedönse geschuldet. Aber jetzt wollen wir reingucken, was ich in den letzten 2 Wochen so getrieben habe. Und bevor wir das machen, würde ich sagen, gehe ich noch ein bisschen auf All the Things ein. Da hat sich nämlich auch ein wenig was getan. Ich brauche jetzt nämlich noch 1559 Items, was 97,83% entspricht. Und das letzte Mal waren es ja beim Druid in der Insane-Comp-Modus noch 1375, was 98% entsprochen hat. Also sprich, ich habe irgendwie ein paar Items minus gemacht. Liegt daran, dass mal wieder ein paar Updates rauskamen in der Zwischenzeit und die unter anderem hier bei den Festtagen jetzt die Zeitwanderungssachen reingepackt haben. Ich glaube, ich hatte sonst immer Timewalker deaktiviert gehabt. Ich lasse es jetzt mal tatsächlich an. Ich habe das nämlich hauptsächlich deaktiviert gehabt, weil es mir meine Dungeon-Übersicht ein bisschen blockiert hat und ich dann teilweise hier x Dungeons drin hatte, wo mir dann nur Timewalker-Sachen gefehlt haben und dann fand ich das ein bisschen blöd. Dann habe ich nicht genau gesehen, welches Dungeon muss ich jetzt noch hin und her. Deswegen hatte ich das ausgeblendet. Ich werde es jetzt tatsächlich eingeblendet lassen. Und ich muss sagen, ich finde die Übersicht hier wesentlich schöner unter den Festtagen. Dann kann man wirklich unter den einzelnen Dungeons jetzt gucken, wo braucht man noch Timewalker-Stuff und kann halt seine Dungeon- und Schlachtzugsgruppe einfach abschließen und muss da nicht auf dieses Timewalker-Zeug achten. Das ist nämlich immer nur temporär da und da finde ich es unter Festtage eigentlich eine relativ schöne Sache. Was mir auch noch aufgefallen ist beim Durchblättern, ich habe anscheinend irgendwas hier vergessen zu holen im Legion-Timewalker. Das ärgert mich ein bisschen. Also natürlich neben dem alle Challenges schaffen. Ich habe ja, glaube ich, nur 20 Challenges gemacht von den 36. Also da fehlt mir auch noch was. Aber hier ist noch ein anderes Teil drin. Das muss ich mir das nächste Mal angucken, wenn mal wieder der Mage-Tower ist. So, hier im All the Things kann ich euch beim Druid jetzt nicht großartig was zeigen, weil mit dem Druid bin ich im Moment eigentlich nicht sonderlich viel am Farmen. Ich teile es trotzdem nur noch ein bisschen ein zwischen quasi Druid und Account-Modus, weil ich ursprünglich ja beim Druid hauptsächlich gefarmt hatte und jetzt mittlerweile eher so ein bisschen in den Account-Gefilden unterwegs bin. Das schlägt sich auch daran nieder, dass ich hier im quasi Account-Modus vorher bei 44.604 Teilen waren, die noch gefehlt haben und darunter bin auf 35.900, also minus 8.000 Items haben wir da rausgekriegt. Ich gebe zu, ich habe meine Ehrenabzeichen ausgegeben und das war der große Teil von dem Zeug. Es sind noch nicht alle Ehrenabzeichen raus, vielleicht hat der ein oder andere die Videos schon gesehen, aber auf jeden Fall schon ein großer Teil davon und das hat mich natürlich ordentlich gecarried. Das sind über 5%, die das ausgemacht haben und im Overall-Account-Modus wirklich mit allem an bin ich jetzt bei 78%, was eigentlich schon ganz nice ist, würde ich mal sagen. Gut, bevor wir jetzt hier die einzelnen Sachen angucken, würde ich euch zeigen, was ich auf dem Main die letzten Tage noch gemacht habe. Ihr wisst ja, mir fehlen ja noch Overall 2 Mounts, ne? Einmal hier von Sylvanas Mythic, eventuell klappt es dann bald mit der Gilde, dann kann ich mir das holen. Und halt noch PvP-Mount und, ne, was nicht angezeigt wird, das Gladi-Mount. Da bin ich jetzt so ein bisschen dran. Ich habe mit dem Main jetzt die letzte, vor einer Woche habe ich etwa angefangen, Arena zu machen. Dann erstmal nur an dem Sonntag und jetzt letzten Sonntag, beziehungsweise Samstag habe ich auch schon gespielt, Montag auch gespielt. Also da habe ich jetzt versucht, mal ein bisschen regelmäßiger das zu machen, einfach um reinzukommen. Habe auch schon ein bisschen Rating hochgespielt. Ihr seht, ich bin kurz vor 1900 jetzt. Und mit dem Mount sieht es auch gut aus. Wir haben schon 61% vom Mount erspielt. Das Schöne ist, ich kriege da gleich 2 Mounts. Einmal die Allianz und die Horden-Variante, wenn ich das habe. Also da sind wir jetzt am Ende vom Addon ein bisschen am PvP dran. Und zusätzlich gibt es dann halt noch einen Haufen Heldentat. Ne? Also mittlerweile hat Blizzard da ja was eingefügt, dass es für alle 5... für alle 5 Punkte hier eine Heldentat gibt. Ne? Ganz so schlimm ist es nicht, aber ihr seht, es sind einige. Ne? Also da geht es ja los von Kämpfer Season 1, dann, nee, das ist Season 1 hier, wo war's? Season 2, genau. Dann gibt's Kämpfer 1, Kämpfer 2, Herausforderer 1, Herausforderer 2 und so weiter. Also da gibt's ewig viele, das geht dann bei Rivale, Duelland und noch weiter hoch, ne? Und da kann man auf jeden Fall einige Heldentaten holen aktuell in der Season, beziehungsweise denke ich mal sicher auch in den nächsten Seasons wieder, wenn man da die Heldentaten-Kurve hochkriegen will. Sonst gibt es eigentlich ehrlich gesagt nicht sonderlich viel zu zeigen jetzt hier auf dem Main. Ich habe weiter den im Gluthof immer schön gemacht, da geht es langsam bergauf. Ihr seht, bald haben wir hier die ganzen auf bester Freund. Ich glaube, ich bin jetzt über die Hälfte von denen habe ich jetzt auf bester Freund.
Und bei den anderen sieht es auch schon gut aus. Bin ich Freund, guter Freund, ne? Also den Gluthof, ein paar Wochen brauche ich noch, dann bin ich da durch und dann muss ich nicht jede Woche immer den Gluthof machen. Ich habe zwar alle Fraktionen schon einmal auf Ehrfürchtig auf einem Twink, aber von Data for Azeroth checkt das nicht so ganz und deswegen muss ich das auf dem Main alles nochmal machen. Die Kyriana Arena fehlt da ja auch noch. Die muss ich auf dem Main auch nochmal machen, obwohl ich die auf dem Twink auch schon gemacht habe. Aber naja, hilft nichts. Wir wollen uns nicht beklagen. Gut, das ist eigentlich soweit das, was ich euch auf dem Main zeigen kann. Ich swap jetzt einmal auf den Twink rüber. Und zwar, ich bin seit ein paar Monaten schon mit meinen Twinks auf Lothar unterwegs, die ganzen Berufssachen zu machen. Ihr wisst ja, auf dem Main habe ich sowohl Schmiede, Kunst als Lederer, alle Rezepte auf Maximum und auf Lothar habe ich jetzt alle Berufe einmal. Teilweise habe ich da Chars, die ich seit Classic habe, deswegen habe ich den Server gewählt, weil ich noch Rezepte auf den Chars habe, die nicht mehr im Spiel sind und da muss man so ein bisschen gucken, ne? Der Server ist zwar ein bisschen undankbar, weil da halt die Sachen immer alle schweineteuer sind, die ich auch zum Skillen und Rezepte brauche, aber hilft nichts, wenn man rausgepatchte Rezepte hat, dann muss man fast mit den Chars weitermachen. Genau, bis wir jetzt da einloggen, würde ich sagen, gucken wir einmal die Liste durch, was wir plus gemacht haben und zwar fangen wir oben an, das sind jetzt die Data for Azeroth Sachen und zwar, ich muss es ein Ticken kleiner machen, dass wir es ganz raufbringen. Ah, so passt. Ja, wunderbar. Da haben wir einmal den Completist-Score. Da war ich bei 730.600 und jetzt sind wir auf 736.600, sprich haben 5.500 Punkte plus gemacht. Da sind wir vom World-Rang 18 auf 14 runter. Ich war zwischenzeitlich war ich mal kurz auf World-Rang 13. Aber ist ein netter Sprung dafür, dass ich jetzt noch die ganzen anderen Rüstungsklassen noch nicht aktiv gefarmt habe in den Raids und Dungeons und auch die Quests noch nicht gemacht habe und auch auf der Hordenseite die Quests noch nicht gemacht habe, stehe ich da eigentlich gut da. Liegt ein bisschen dran, dass ich mit vielen anderen Sachen gut dastehe, wie mit Toy stehe ich gut da, ich stehe mit Reputation gut da, ich stehe mit, naja, Titel ist so Mittel, Mount stehe ich halbwegs gut da, Achievements ist nur ein bisschen ausbaufähig, ne, aber das sind so die Kernsachen, an die ich schon lang farm und jetzt bin ich halt unter anderem gerade an Rezepten dran, was ich euch gleich zeigen werde und nebenbei haben wir die Appearances halt noch ein bisschen mitgenommen mit den Ehrenabzeichen, wie gesagt, da habe ich dazu auch Videos gemacht, wie ich da jeweils 1000 Ehrenabzeichen raushau, das hat, denke ich mal, hier den meisten Push tatsächlich gebracht. Dann Achievement-Punkte, hat sich nichts geändert, das sind alles Heldentaten. Mounts hat sich auch nichts geändert, ich hoffe, ich kriege jetzt dann bald das PvP-Mount. Pet-Score, mir wurde es gab ein neues Store-Pet, das wurde mir geschenkt. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Und das habe ich auch abgegradet, hat 100 Punkte gebracht. Sonst brauche ich ja keine Pets mehr, außer Murky, aber das kannst du leider nicht mehr bekommen. Das ist ja leider ein BlizzCon-Pet, ich glaube aus 2004, sauteuer mittlerweile und da kommst du leider nicht ran, aber sonst sieht es mit den Pets tatsächlich gut aus. Dann Toys, haben wir auch nichts plus gemacht, alle Toys, die man im Moment kriegen kann, habe ich, da fehlen jetzt noch ein paar, die man jetzt über die Feiertage noch kriegen kann, aber da muss ich jetzt halt auf Ostern und Sonnenwend warten, ne? Und da geht es dann weiter. Dann Appearance, ihr seht, da sind 5000 Punkte dazugekommen, das war eigentlich das meiste, das waren die zweimal jeweils 1000 Ehrenabzeichen. Dann bei den Titeln hat sie nichts getan, haben keine neuen tollen Titel gekriegt. Reputations hat sie auch nichts getan. Ich bin ja bei, ne, maximalen Reputations, da kann sie nichts tun. Wir sind ja, hier habe ich im letzten Video gezeigt, World Rank 1, alle Fraktionen, die man haben kann, auf Max-Level tatsächlich. Und dann gehen wir hier weiter. Rezepte hat sich was getan. Ups, jetzt sind wir ein bisschen zu weit. War nicht gut, ich nehme meine Tabelle auseinander. So, da haben wir es. Reputation, da waren wir, genau, bei den Rezepten haben wir 30 plus gekriegt, da war ich mit meinen Twinks ein bisschen unterwegs. Wir haben auch 16 Quests plus bekommen. Ich habe ein bisschen was freiquesten müssen auf dem Hexer, das kann ich euch vielleicht gleich nochmal zeigen. Und ja, das sind so die Sachen, die in den Completist-Score reinzählen. Und dann natürlich das eine Pet plus gekriegt, 5 Heldentaten, das werden wahrscheinlich diese PvP-Dinger sein. Legacy gab es nix. Alt, das ist irgendwie plus. Ach ja, ich habe anscheinend nochmal ein paar Chars nebenbei hochgezogen. Ich muss jetzt keine Ehrenabzeichen mehr fahren, da mache ich immer nebenbei so ein bisschen Pet-Battle. Das ist nicht, da levelt man nicht ultra schnell mit, aber man kann so nach und nach ein paar Chars hochziehen. Haben wir jetzt von 25 Max-Level-Chars auf 27 erhöht. Dann den Alt-Score, der ist um 70 Punkte hochgegangen. Das liegt nicht an den zwei Chars, die ich gelevelt habe, also 70 Level overall habe ich gemacht. Das liegt, ich habe Trial-Chars erstellt, die zählen da irgendwie auch komischerweise rein.
Und die brauche ich, um mir T-Mog zu kaufen. Da habe ich jetzt auch so eine Waste of Money Videoserie, wo ich da ein bisschen was an Gold rausschmeiße. Und da kann ich die Trial Chars nutzen auf verschiedenen Servern, um dementsprechend auch das T-Mog lernen zu können. Genau, dann die Ehrenstufe haben wir nochmal um 22 erhöht. Ich bin jetzt nicht mehr so viel im BG unterwegs. Wie gesagt, die Ehrenabzeichen, glaube ich, dass ich soweit durch bin. Ein paar Sachen fehlen mir noch für Ehrenabzeichen. Ich bin aber gute Dinge, dass meine 3000 Ehrenabzeichen habe ich nur über, dass die locker reichen werden, um mir alles zu kaufen. Wahrscheinlich bleiben 2000 über und ich kann die für die nächsten Expansions dann nutzen und muss mir eigentlich keine Ehrenabzeichen mehr farmen. Also zumindest Stand jetzt, ne? Mal gucken, wenn ich die letzten ausgebe, vielleicht wird es doch noch ein bisschen mehr, als ich dachte. Dann Ehrenhafte Kills sind auch nur ein paar hochgegangen. 3000 haben wir da plus gemacht, 3600, sind wir schön auf 750.000. Ja, ist auch nichts Spektakuläres. Genau, das ist soweit hier der Überblick. Dann können wir einmal bei dem Hexer reinschauen. Und zwar, ich bin zum einen mit meinen, ich glaube, 5 Chars sind's, der Hexer, der Priester, der Magier, der Shami und der Worry. Mit den 5 Chars habe ich meine restlichen Berufe aufgeteilt. Mit denen bin ich ja verschiedene Rufsachen am Farmen. Ich glaube, ich habe euch die Tabelle auch schon mal gezeigt. Das müsste hier sein. Das ist jetzt ein bisschen klein. Ich mache es mal ein bisschen größer. Da seht ihr jetzt in BFA, mit welchem Char ich was, beziehungsweise mit welchem Beruf, ne, ich welche Fraktion hier farmen muss. Ne? Damit ich jeden Tag schön die Berufungsquest, beziehungsweise Emissary heißt es ja da, oder hieß es damals noch, am Abfarmen. Und ja, bin da so nach und nach den Ruf am Hochfarmen. Das ist relativ zeitintensiv, kann ich euch sagen, wenn man mit X-Chars dann immer diese kompletten Dinger macht. Aber das ist so die effizienteste Möglichkeit, weil wenn ich dann Hardcore immer alle Worldquests machen würde, das macht keinen Sinn. Das Beste ist tatsächlich immer nur die 4 Worldquests machen mit dem Char, die 1500 oder das sind fast alles Menschen, die ich da zum Glück habe, 1650 Ruf mitzunehmen und dann so auf lange Sicht kriege ich das zusammen. Mit meinem Inschriftenkunde-Char bin ich bei Prachtmeer schon respektvoll, Rossbolzen auch und bei den anderen bin ich so im Mittelfeld. Da kann ich das auch mal zeigen. Ich müsste, Moment, hier haben wir es. Und dann war das, glaube ich, irgendwo da unten drin. Ich bin jetzt wieder gut vorbereitet, ihr merkt es schon. Also irgendwo konnte man sich hier den Ruf anzeigen lassen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr wo. Ja. Experience war doch, glaube ich, hier unten drin. Mhm. Irgendeins von den Dingern war es. Ich hab's mir mal rausgesucht, aber ich finde es jetzt irgendwie auch nicht mehr. Ah, doch, hier, Ruf. Seht ihr? Hab's doch gefunden. Und dann zeigt es mir das irgendwie nicht an. Okay, gut. Das BFA. Eigentlich hat es mir dann hier den Ruf angezeigt. Warum auch immer das. Ah! Ne, jetzt zeigt es mir das Gear an. Das will ich nicht. Ich will den Ruf haben. Von. Ah, jetzt funktioniert's, oder? Ah, genau. Hier seht ihr den Ruf, den ich mit den Chars habe. Also zum Beispiel, wo haben wir es denn? Den Priester, ne? Mit dem farme ich eigentlich schon am längsten. Und dann bei der 7. Legion bin ich hier Wohlwollen 6000 und bei Prachtmeer Wohlwollen 7000 und so weiter, ne? Also da gibt es dann ein paar Fraktionen, die ich am Farmen bin. Das mache ich dann halt zum Beispiel mit dem Priester, mit dem Hexenmeister farme ich, mit dem Shami. Der hat nämlich Juve noch, genau. Und dann mit dem Worry bin ich auch noch am Farmen. Und da geht das so langsam nach oben. Ihr seht, das sind die Chars, die hier relativ grün sind. Also wahrscheinlich muss ich noch so einen Monat, eineinhalb farmen. Dann habe ich die ganzen Fraktionen vielleicht auf Max. Und da kann ich mir dann nämlich immer schön Rezepte kaufen. Es gibt nämlich in BFA hier die Geschichte, dass man hier diese Sterne braucht, ne? Rang 1, 2, 3. Und diese letzten Ränge brauchen dann meistens immer irgendeine Ruffraktion. Zum Beispiel hier die Ankoana der Meeresklinge, da kriege ich dann das Rang 3 Rezept, wenn ich den Ruf auf respektvoll habe, kann ich mir das dann verkaufen. Kostet nur 1400 Gold. Ja gut, das wird dann noch tatsächlich teuer, ne? Hier gehen einige Rezepte raus und dann braucht man alle möglichen Fraktionen. Und das ist ein bisschen nervig, deswegen bin ich die halt am Farmen. Und mal gucken, das, ja, das mache ich wirklich jeden Tag. Kostet immer so 2 Stunden oder so, dass ich da alle abklappe. Aber ich hoffe, dass ich das dann bald mal weg habe. Genau. Und warum ich jetzt auf den Hexer gelockt bin, mit dem habe ich neben dem Daily Stuff, ne, was ich dann mit dem mache, ich habe auch den Daily Stuff tatsächlich in BFA gemacht. Also ich war mit den ganzen Chars auf Corti, aber das habe ich zum Glück mittlerweile fertig.
mit den, doch, ich bin mittlerweile, ich habe auch den letzten Pilz mit meinem mit meinem Mage gekriegt, der Eichi hat, da muss man diese blöden Pilze in Korti aufmachen, das habe ich bestimmt 2-3 Monate gemacht, um alle Rezepte da zu kriegen, aber mit dem Hexer habe ich tatsächlich auch schon angefangen, nicht nur diese Daily-Sachen zu machen, sondern auch teilweise direkt Rezepte gefarmt. Und ich kann euch mal zeigen, was mir außer diesen Rang 3 Dingern hier noch fehlt beim Hexenmeister, beim, ja, hier jetzt VZ, ne, und das ist tatsächlich nicht viel, also das sind alle Expansions und das sind jetzt eine Handvoll Rezepte, unter anderem fehlen mir hier noch so Zauberstäbe, die kann man einfach kaufen für Ehrenabzeichen, aber ich bin im Moment noch mit den Ehrenabzeichen für Timok am Ausgeben, ich werde das jetzt wahrscheinlich dann demnächst auch noch aufnehmen, da werden wir die restlichen Ehrenabzeichen nur raushauen, dann werde ich mir wahrscheinlich das hier einfach kaufen, also das ist eine easy Ehrenabzeichen-Geschichte. Dann fehlt mir noch eine Schildhand. Oder nee, das ist gar keine Schild, das sind Pets, ne? Aus Dazar Lore, da muss ich noch in den Raid rein. Bei den Illusionen muss ich so eine Quest machen. Die habe ich auch schon angenommen. Das ist im Tiefenheim, aber da muss man eine Fraktion, Terrasane oder irgendwie so heißt die, muss man auf respektvoll haben. Und das Problem ist, die habe ich auf Hass erfüllt mit dem Char. Und jetzt könnte ich einfach die Quests und Dailies da machen. Oder ich warte auf Kataklysmus. Time Walker und kaufen mir die Fraktion einfach für Marken und das mache ich, also da werde ich halt ein bisschen warten und dann habe ich eigentlich nur noch 2 Rezepte aus dem Classic-Bereich und eins ist halt ein World Drop, das hoffe ich mal, dass irgendwann im Auktionshaus ist, das kann man extrem scheiße farmen und das andere ist ein Rezept, das man in AQ kriegt, das waren insgesamt 4 Rezepte, da gibt es Feuermacht, Schattenmacht, Frostmacht und was Naturmacht, ich weiß es nicht und 3 habe ich bis jetzt in AQ gedroppt bekommen und das ist das letzte, was noch fehlt und mal gucken, vielleicht kriege ich das auch noch, ne? Also VZ sieht schon sehr, sehr gut aus, das sind halt die paar Rezepte plus halt diese Rangsachen, ne? Die ich halt hier habe und diese Rangsachen gibt es halt einmal in BFA, ne? Für Ruf und dann gibt es einmal die Rangsachen hier noch in Legion und da sind es dann teilweise Drops, also da muss ich hier in den HC, in Dungeon rein, im mythischen Modus, genau, oder ins Markkühn Albtraum, den habe ich jetzt letztens auch ein bisschen abgefarmt, aber der ist eher schlecht gedroppt, oder es sind teilweise Zonendrops in den Gebieten, aber da ist es tatsächlich auch überschaubar. Selbiges ist es bei Schneider, ne, da sind es halt auch Rezepte für diese Sterne, ne, seht ihr hier, oder auch nochmal PvP-Marken, viel, ne, was da dabei ist. Ruffraktionen oder die Arbeitsaufträge, da muss ich auch mal gucken, dass ich die bekomme. Und dann ist es halt hier in BFA auch irgendwelche Drops von Bossen, hier muss ich zum Beispiel nach Antorus rein, ne? Oder irgendwelche Geister auf den verheerten Inseln umklopfen. Und was es hier noch an Rezepten sind, kann ich euch auch zeigen mit dem Schneider. Ich habe in Shadowlands, brauche ich noch das Rudiment. Das Problem ist, ich brauche da den Kampagnenfortschritt 4 in Cortia. Und für den Kampagnenfortschritt 4 in Cortia brauchst du wiederum die komplette Kampagne bei einem Covenant und die habe ich mit dem Hexer nicht gemacht. Also ich müsste jetzt erstmal die komplette Kampagne bei einem Covenant machen, dann kann ich die vierten Teil der Cortia-Kampagne machen, dann kann ich mir das Ding kaufen. Wohlwollend bin ich bei der Fraktion schon, aber ich habe gerade nicht so viel Bock, die komplette Kampagne von, ich bin glaube bei den Nightfear hier durchzuziehen. Das muss ich jetzt irgendwann mal machen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe tatsächlich. Dann fehlen mir in Koltiras noch so ein World Drop, so eine Tasche. Und hier, das sind lauter so Items, wo ich in den Raid rein muss und Blutzellen brauche, dass ich die Teile craften kann zum Upgraden. Also das ist alles Raid-Zeug. Das hier ist auch so ein Raid-Ding, was man sich holen muss. Das kann ich leider nur machen, wenn ich halt mit dem mir Gruppen suche. Und das ja, mache ich im Moment noch nicht. Und sonst sind es jetzt hier nur noch ein paar andere Rezepte. Ich muss zum Beispiel in der geschmolzenen Front von dem Händler ein Item kaufen. Die Kacke ist, da bin ich auch gerade, dass der Händler nur auftaucht, wenn man hier alles Mögliche freischaltet. Und dann muss ich erst ewig viele von so komischen Marken farmen. Und das ist halt auch wieder so eine Daily-Aktivität. Hier, das sind diese Marken. Da musst du erst hunderte von diesen Marken sammeln, dass der Händler freigeschalten ist. Und dann kann ich mir erst das eine Rezept kaufen. Richtiger Mist ist das, aber naja, hilft ja nichts, muss man machen. Das andere ist so ein World Drop aus Cataclysm. Da muss man irgendwie so, kann halt überall droppen oder am besten droppt es von irgend so komischen World-Bossen, ne? Aber da muss ich noch gucken, wie ich da am besten rankomme. Und dann habe ich jetzt hier noch aus den verschiedenen Burning Crusade Raids Drops, die halt selten sind. Ne? Ich habe zwar Sunwell, dann das hier, steht zwar Weltkreaturen dran, aber Blizzard ist faul. Das ist, ich habe nachgeguckt aus SSC und FDS. Dann habe ich eins noch aus dem Heal. Ich hatte noch eins aus Burning, aus dem Black Temple. Das ist mir aber zum Glück gedroppt. Also Black Temple ist abgehakt zum Glück. Und
Hier habe ich noch zwei Sachen von den Seher. Ich bin aber bei den Aldor und ich überlege, ob ich auf dem anderen Char das lerne, weil ich habe keinen Bock, ich glaube mittlerweile zum fünften Mal, von Seher zu Aldor und hin und her zu switchen. Wer das schon, wer mich länger verfolgt, weiß, ich habe das mit Main jetzt ein paar Mal hinter mir, weil ich immer irgendwas vergessen habe. Auf den anderen Fraktionen, seien's Quests, seien's irgendwelche Rezepte. Da bin ich jetzt so oft hin und her geswitcht. Ich weiß nicht, ob ich das nicht einfach auf dem anderen Char mache. Ich muss eh noch auf dem Horden-Char Schneider lernen, weil es auch auf der Horden-Seite einzelne Rezepte gibt, die man sonst nicht holen kann. Und im Classic-Bereich sind es noch ein paar World Drop. 1, 2, 3 World Drops. Versuche ich halt im AHA hoffentlich zu schießen. Und dann hier aus dem Cataclysm Time Walker kann man sich das kaufen. Das ist ein Item, das man nicht mehr holen konnte. Und Blizzard war so nett und hat das quasi reingepackt. Ja, jetzt nur Schneider und VZ. Bin auch bei den anderen Berufen dran. Also ich habe mit meinem Priester Inschriftenkunde bin ich dran, mit meinem Magier habe ich Alchi, mit meinem Shami habe ich Juve und mit meinem Worry habe ich Inji und an allen diesen Berufen bin ich dran. Da farme ich aber im Moment nur die Daily-Sachen und gehe nicht wirklich in die Instanzen und mache die einzelnen Expansionen, wo ich so einmal Farms habe, ne? Weil da habe ich einfach im Moment noch nicht die Zeit für. Das werde ich so nach und nach machen. Ich mache mit allen Chars quasi diese Daily-Sachen, die lang dauern und erst wenn ich die ganzen Stoffsachen habe oder Schneider bzw. VZ-Sachen, dann mache ich die nächsten. Dann werde ich mit meinem Inschriftenkunde-Lachar die ganzen Dungeons gehen. Da gibt es ewig viele Inschriftenkunde-Rezepte, die man immer wieder in der Innie farmen kann oder auch in der World. Und dann werde ich das angehen. Einfach um das so ein bisschen zu strukturieren. Genau, das war es eigentlich jetzt so mit dem kleinen Collection-Update. Ja, schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann im nächsten Collection-Update. Euer Chela, bis zum nächsten Mal. Ciao.